Marcel geht auch wirklich selbst in die Schule und spricht mit den Schülerinnen und Schülern, ne? Ich mache es ja beruflich. Nee, ich schicke meine Teamleiter dahin, die jünger sind als ich und die selber cooler sind, ja. Und wie sind denn da so die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler, wenn es um das Thema geht? Sehr unterschiedlich, also von sehr aufgeklärt, die wissen Bescheid, zu nie davon gehört oder auch Gegenwind. Und für wen seid ihr da? Also wer meldet sich bei euch? Sind das Schülerinnen, sind das Schüler, Lehrkräfte? Eher die Lehrkräfte, die sich bei uns melden und die sagen, ja, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit an der Schule, aber auch, ja, wir haben das Thema jetzt in Bio, kommt öfter mal und wir möchten, dass ihr kommt, weil oft die Lehrkräfte noch nicht so gut aufgeklärt sind wie wir. Das heißt, sie sind wirklich immer noch so ein bisschen überfordert vielleicht auch mit dem Thema? Ja, unsicher. Unsicher und wollen sich dieses Know-how von uns holen, das Wissen. Und ihr sprecht dann mit den Schülerinnen und Schülern ganz offen auch darüber, was sind denn so die Fragen, die da kommen? Oh ja, die haben wir an unserem Stand aufgehängt, also das ja, bei Transpersonen, was ist dein Date-Name, wie hast du was war dein Vorname früher oder die Frage nach dem OP ist natürlich, das kommt sehr oft und auch beim Sex, ne? Wir haben Lesbensex, das kommt immer und bei Asexualität, was das genau bedeutet, das ist noch nicht ganz angekommen, dann kommen da Fragen. Aber es ist ja wichtig, dass ihr das macht, dass die Schülerinnen und Schüler einfach fragen können und ihr quasi als Fachleute da Auskunft geben könnt. Ja, absolut. Es ist ganz wichtig und schlau wirkt. Super, also der Stand ist da vorne. Wenn ihr da noch Fragen habt, Infos braucht, wie Lesben Sex machen, das kann Estelle euch an. Was? Nein. Hast du gerade gesagt? Fragen die Schülerinnen und Schüler. Ich habe nicht gesagt, dass ich antworte. Okay, alles klar. Die Fragen werden gestellt. Danke, dass du hier warst. Schlau, genau. Kommt doch alle zu mir. Kommt alle, ich stehe hier so alleine. Kommt alle zu mir. Genau. Sag ganz kurz, wer du bist und was ihr macht. Ja, hi. Ich bin Marie vom Bunten Ort, einer Jugendfarm in Wuppertal-Vohwinkel. Und habe noch zwei Jugendliche mitgebracht. Super. Also, der Bunte Ort. Was macht ihr denn? Ja, Tim, was macht der Bunte Ort? Erzähl mal. Also, der Bunte Ort, der ist eine Gruppe von queeren Menschen. Und wir reden da über verschiedene Sachen. Zum Beispiel, also wir essen auch da. Und meistens reden wir dann darüber, was es so an Sexualitäten gibt. Und klären halt über Themen auf, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und Tim, ich frage mal was Persönliches, wie bist du dazu gekommen eigentlich, damit zu machen? Also ich gehe schon seit 4 Jahren auf die Jugendform und habe da sozusagen meine Kindheit verbracht und jetzt, wo ich 14 geworden bin, bin ich dann auch zum Bunten Ort gekommen. Ja, cool, genau. Was gefällt dir besonders gut? Einfach diese Offenheit, dass man mit allen Menschen über alles reden kann und dass man ziemlich schnell neue Freunde findet. Super, ihr gehört auch dazu, ne? Zum Bunten Ort. Genau, gib einfach das Mikrofon einfach mal weiter. Sag mal ganz kurz, wie du heißt und was du da am liebsten machst. Ja, also ich bin Charlie. Ich gehe auch zum Bunten Ort. Ich bin jetzt auch schon näher. Okay, sorry. Ja, also ich bin Charlie, ich gehe auch zum Bunten Ort und was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, sind halt wirklich immer die Gespräche, die auch im kleineren Rahmen dann passieren, auch wenn wir jetzt irgendwie mal 10 Leute sind, wenn man sich jetzt mal mit irgendwem privat unterhält, weil so lernt man auch die Leute besser kennen und das macht mir persönlich wirklich viel Spaß. Und der sagt ganz kurz, der sagt ganz kurz noch, wie offen sind denn die Gespräche, die ihr so führt? Also das ist so ein bisschen personenabhängig auch, je nachdem wie viel man natürlich von sich selbst preisgeben möchte und wie viel auch der andere von sich preisgeben möchte, aber im Großen und Ganzen würde ich alle Personen als sehr offen einschätzen, weil ich auch schon von verschiedensten Leuten die verschiedensten Infos bekommen habe und deshalb, also wir sind auch ein offener, inklusiver Ort, wo halt natürlich auch Leute hinkommen können, denen es jetzt nicht so gut geht und so weiter und deshalb relativ offen, ja. Super. Und wir haben noch jemanden, der gerne zum Bunten Ort geht. Wie bist du dazu gekommen? Wie heißt du? Also ich bin der Jason. Jason, wie bist du dazu gekommen? Also ich bin halt jetzt auch so privat auf der Farm und so. Die Buntart ist mir halt vorgeschlagen worden von einem Kollegen. Und da habe ich mich einfach mal vorgestellt, habe gefragt, ob ich da hinkommen kann. Und seitdem bin ich halt auch auf dem Bunten Ort. Super. Was macht dir am meisten Spaß? Auch, wie Charlie gesagt hat, die Gespräche zwischen den verschiedenen Personen. Neue Personen kennenzulernen auch. Und das
das Feuer. Das Feuer musstest du noch sagen. Was ist das für ein Feuer? Wir machen zwischendurch mal Lagerfeuer und so. Das ist halt auch sehr interessant. Macht ihr auch so Stockbrot und so am Lagerfeuer? Ja. Ja, natürlich. Und spielt auch einer Gitarre? Das noch nicht. Singt ihr denn gemeinsam am Lagerfeuer auch nicht? Nein. Also der bunte Ort, euer Stand ist wo? Hier vorne. Guckt einfach mal vorbei, sprecht mit den Leuten und wenn ihr da Bock drauf habt, dann, ja, dann meldet euch bei denen, geht einfach mal hin. Ne? Ja. Wir sind inklusiv, das ist ganz wichtig. Auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten sind wir offen. Also leichte Sprache ist auch kein Problem. Wir übersetzen. Das ist so ein bisschen eine Lücke, die wir festgestellt haben. Und ja, auch für Rollifahrer. Wir arbeiten daran, dass es auch barrierefreier wird. Und ja, wir sind jeden Freitag von 17 bis 21 Uhr. Findet man uns auf der Kinder- und Jugendfarm. Und es ist einfach für alle Menschen, die ja auch Tiere und Natur sehr lieben. Super, also und, der Brück, ja, sag. Und ihr könnt euch schmücken bei uns mit Glitzer. Ihr könnt alle glitzern gleich auch. Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Und wir haben natürlich auch viele Sticker. Holt euch Sticker, liebe Leute! Und eine ordentliche Ladung Glitzer. Sticker sind super. Okay, also der bunte Ort da vorne. Wie danke, dass ihr hier wart. Wie schön, vielen Dank. Gebt einfach das Mikrofon wie einen Staffelstab weiter an die nächsten Gäste. Dankeschön. Cool, danke. Aber. Das ist Michael Brockert, ja richtig. Schön, dass ihr da wart, danke, genau.